Lukas 6 beginnt mit zwei Begegnungen, die beide zeigen, dass Liebe wichtiger ist als das Gesetz. Und diese zwei Begegnungen zeige ich euch jetzt wieder als Bibelcartoon. Einmal ging Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, über ein Feld. Die Jünger pflückten einige Ähren und aßen sie, weil sie hungrig waren. Es war gerade Samstag oder auch Sabbat, der wöchentliche Feiertag des jüdischen Volkes, an dem keiner arbeitet und die Leute sich stattdessen versammeln und von Gott hören. Einige der jüdischen Leiter sahen das und beschwerten sich bei Jesus. Es ist verboten, am Sabbat zu arbeiten. Warum ernten deine Jünger dann heute Getreide? Ihr kennt doch bestimmt die Geschichte von David, einem der ersten Könige des jüdischen Volkes. Bevor er König wurde, musste er sich einmal in einem Haus verstecken, das ausschließlich dafür benutzt wurde, Gott zu begegnen, weil Saul, der derzeit König war, ihn umbringen wollte. Er war also in diesem Haus, in dem er eigentlich gar nicht sein durfte, weil das Gesetz es verbot. Und ihr wisst auch, was er dann tat. Er und seine Freunde waren hungrig und aßen das Brot, das die Menschen Gott geschenkt hatten. Das durfte man auch nicht essen, trotzdem hat Gott ihn nicht bestraft und war nicht einmal böse auf ihn. Nachdem er diese Geschichte erzählt hatte, fasste er zusammen. Gott hat den Sabbat erfunden, dass die Menschen sich daran freuen können und nicht, um ihnen das Leben unnötig schwer zu machen. Jesus war in einer Synagoge, das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es war gerade Samstag oder auch Sabbat, der wöchentliche Feiertag des jüdischen Volkes, an dem keiner arbeitet und die Leute sich stattdessen versammeln, um von Gott zu hören. Dort waren einige Leute, die Jesus nicht mochten und ihn gerne angeklagt hätten. Sie brachten einen Mann zu Jesus, der eine zerschrumpelte Hand hatte. Dann fragten sie Jesus, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Jesus wusste, dass sie ihn anklagen wollten, wenn er dem Menschen half, weil es verboten war, am Sabbat zu arbeiten. Er fragte sie, was ist, wenn du ein Schaf hast und es am Sabbat in eine Grube fällt? Lässt du es dann bis zum nächsten Tag dort unten? Nein, du holst es raus, obwohl es Arbeit ist und verboten wäre. Dieser Mensch ist viel mehr wert als jedes Schaf. Dann drehte er sich zu dem Mann um und sagte ihm, streck deine Hand aus. Da wurde die Hand geheilt. Die Menschen, die Jesus anklagen wollten, waren so wütend, dass sie planten, Jesus umzubringen. Danach wählt Jesus aus seinen Nachfolgern, den Jüngern, 12 Menschen aus, die er als Apostel einberuft. Und diese Geschichte seht ihr als Bibelcartoon. Eines Tages ging Jesus eine Weile auf einen Berg, um mit Gott zu reden. Als er wiederkam, wählte er 12 seiner Freunde. Er nannte sie Apostel, was so etwas wie Botschafter bedeutet. Es waren Simon Petrus und sein Bruder Andreas, Jakobus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und der Steuereintreiber Matthäus, Jakobus und Thaddäus, der Freiheitskämpfer Simon und Judas Iskariot. Was dann passiert, möchte ich euch jetzt aus der Volksbibel vorlesen. Als Jesus mit seinen Schülern wieder vom Berg runterkam, waren sie auf einer großen Wiese. Mittlerweile waren hier sehr viele Menschen versammelt. Die Leute kamen nicht nur aus der Umgebung, sogar aus Judäa und Jerusalem. Bis hin zum nördlichen Küstengebiet von Tyrus und Sidon waren welche dabei. Alle wollten die Reden von Jesus hören und viele wollten auch geheilt werden. Es gab auch ein paar Leute, die von einem bösen Geist befreit werden wollten. Und alle wurden von Jesus gesund gemacht. Zum Teil wollten sehr viele Leute ihn einfach nur mal anfassen, weil eine ganz krasse Energie von ihm ausging. Und jeder wurde dabei geheilt. Als nächstes kommen noch ein paar Geschichten, die wir auch in der Bergpredigt von Matthäus finden. Und diese Geschichten zeige ich euch wieder als Bibelcartoon. Glücklich sind die Armen, denn ihnen gehört das Königreich des Himmels. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden getröstet. Glücklich sind die Geduldigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glücklich sind die, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, denn ihre Sehnsucht wird gestillt werden.
Glücklich sind die Gnädigen, denn ihnen wird vergeben werden. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die sich für Frieden einsetzen, denn man wird sie Kinder Gottes nennen. Glücklich sind die Verfolgten, denn ihnen gehört das Königreich des Himmels. Glücklich seid ihr, wenn Leute meinetwegen schlecht über euch reden und euch bedrohen. Freut euch, denn im Himmel werdet ihr dafür belohnt. Es wurde euch gesagt, wer dir etwas antut, dem darfst du auch etwas antun. Ich sage dir, wenn dich jemand schlägt, dann wehre dich nicht. Wenn dir jemand deinen Schal stehlen will, dann gebe ihm auch noch deine Jacke. Wenn jemand dich zwingt, ihn einen Kilometer zu begleiten, gehe zwei mit ihm. Gib jedem, der dich bittet. Es wurde euch gesagt, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Ich sage dir, liebe auch deine Feinde. So wie Gott jeden liebt, sollst auch du alle Menschen lieben, selbst die, die dir Böses tun. Das zeigt, dass du ein Kind Gottes bist. Urteile nicht über andere, dann wirst auch du nicht verurteilt werden. Du wirst mit der gleichen Schärfe beurteilt, mit der du über andere urteilst. Warum willst du jemandem den Holzsplitter aus seinem Auge entfernen, wenn du selbst dein Brett vorm Kopf hast? Kümmere dich doch erst einmal um deine eigenen Fehler, bevor du andere auf ihre hinweist. Es werden viele Menschen kommen und euch falsche Dinge über Gott erzählen. Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. An einem Dornbusch wächst ja schließlich auch kein Apfel. Ein guter Baum kann gar keine schlechten Früchte tragen und ein schlechter keine guten. So ist es auch bei diesen Menschen. Folgt ihnen nicht. Das sind Sam und Henry. Beide wollen sich ein Haus bauen. Sam überlegt, wo er sein Haus am besten hinbauen soll und entscheidet sich dafür, es auf felsigen Boden zu bauen. Henry hingegen wählt einen sandigen Untergrund. Beide bauen los und ihre Häuser werden nach und nach fertig. Als die Häuser fertig sind, freuen sich Sam und Henry und ziehen ein. Doch eines Tages kommt ein starkes Unwetter auf. Als die Wassermassen Sams Haus erreichen, hält es ihn stand, weil es ein festes Fundament hat. Henrys Haus hingegen kann dem Unwetter nicht standhalten, weil der Sand, auf dem es steht, vom Wasser weggespült wird. Deshalb fällt es zusammen. Jesus vergleicht Sam in diesem Gleichnis mit jemandem, der hört, was Jesus zu sagen hat und danach handelt. Er sagt, dass Sam klug ist, weil er so handelt. Henry hingegen ist unvernünftig. So wie jemand, der zwar hört, was Jesus sagt, es aber nicht ernst nimmt und nicht danach lebt. Das Haus auf Felsen und auf Sand gebaut ist der Abschluss der Bergpredigt, die wir in Matthäus finden, und genauso der Abschluss von Lukas 6.